Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Dark Souls Prepare to Die Edition. Und wir drücken Start. Vorab eine kleine Information zu diesem Spiel. Das wird kein richtiges Let's Play an sich, außer ihr wollt es in der Art und Weise. Ich werde immer mal wieder was aufnehmen, selber zwischendurch halt spielen, auch immer wieder selber was aufnehmen. Eine Stunde lang und dann halt dazu immer die besten Szenen raussuchen. So ein bisschen PewDiePie-Style, weil mir diese Variante eigentlich zu Dark Souls ganz gut gefällt. Ansonsten wird es einfach ein mega Mammutprojekt, für die ich jetzt so zeitlich und lustig nicht wirklich gut zu sprechen bin. Wie gesagt, deswegen wird dann immer mal wieder, nehme ich eine Stunde auf und werde dann die schönsten Szenen rausschnibbeln. Werde ich auch genug mit zu tun haben dann. Und entweder diese Variante oder ich werde halt eine Stunde aufnehmen und das immer als einstündiges Video immer hochladen. Könnt ihr mal in die Kommentare schroten, wie ihr es gerne möchtet. Wenn ihr unbedingt wollt, dass es auch ein Let's Play an sich wird, dann okay, werde ich drüber nachdenken. Warum ausgerechnet jetzt erst Dark Souls 1? Aus dem einfachen Grund, ich habe nicht genug Geld. Und bevor ich den zweiten Teil spiele, wollte ich halt wissen, wie der erste Teil sich anfühlt. Um halt die vom zweiten Teil die ganzen Neuerungen halt zu kennen, um sie selber zu spüren, so richtig wahrzunehmen, um es halt richtig genießen zu können. Des Weiteren habe ich mir ein, zwei Folgen angeguckt bei Game One, knaller durchgenommen. Gucke ich mir die ganze Dark Souls 2 an, weil ich es eigentlich ganz interessant finde. Deswegen bin ich eigentlich auch auf den Geschmack erst gekommen. Und hab mir dann jetzt gedacht, gut, du hast keine Folgen mehr von Dark Souls 2, weil die das wieder produzieren müssen, deswegen kannst du mal Dark Souls 1 mal angucken. Das heißt, ich weiß schon, wo es eine gute Waffe geben kann. Ich habe mir noch nicht viel angeguckt, ich habe mir ein, zwei Folgen, die gingen jeweils eine Stunde bei denen, habe ich mir angeguckt, ich wollte, ja, das ist jetzt so, mal so schnell dahingesagt jetzt. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Aufzeichnung läuft. Okay, alles cool. Ich wollte euch jetzt bei der Charaktererstellung halt mit dabei sein lassen. Auch wenn ich sehe, okay, hier könnte ein Boss sein und ich greife den Boss an, werde ich ihn wahrscheinlich nicht beim ersten Mal gleich schaffen, dann sterben, dann werde ich dann wahrscheinlich aufnehmen mit euch, dann den Boss halt auch machen und so. Es ist noch ein bisschen Bearbeitung, diese Ideen. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne hättet. Möchtet ihr lieber eine komplette Stunde haben? Dann immer mal wieder eine komplette Stunde oder halt die dann etwas häufiger vorkommen, diese besten Szenen aus einer Stunde halt, oder würdet ihr lieber sagen, mach ein richtiges Let's Play draus, könnt ihr ja sagen, wie was ihr davon haltet. Ansonsten machen wir jetzt ein neues Spiel. Helligkeit anpassen, bis Flamme sichtbar und Drache unsichtbar ist. Oh.
Und wie soll ich das machen? Aha! Und was für ein... Ah, das ist der Drache. Okay. Der Drache soll unsichtbar sein und die Flamme hell. Dann ist es das hier. Ein zweiter, kenne ich ihn ganz, ganz leicht und hier kenne ich ihn nicht mehr. Gut, machen wir es so. Okay. Steuerung. Stimme, Effekt, Musik, HUD, Untertitel, Blut zeigen. Wandmeidung. Ich habe keine Ahnung, was eine Wandmeidung ist. Vibration möchte ich gerne wenig haben. Blut natürlich anzeigen. Willst du mich verarschen? Westenlisten-Eintrag aus. Ja. Stimme kann man hier leider nicht einstellen. Auto-Zielerfassung ein. Wandmeidung. Ich weiß nicht, was mit Wandmeidung gemeint ist. Könnt ihr in die Kommentare schrotten. Das kann man bestimmt noch irgendwann ändern. Okay. So. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich bin vollkommen neu. Oh, wie nennen wir den Charakter denn jetzt mal? Skyline wäre so abgedroschen. Komm, wir nennen mal richtig schön männlichen Namen hier. Boron. Geschlecht, männlich, weiblich. Welches davon ist das männliche? Klasse, Krieger, Ritter, Vagabund, Dieb, Bandit. Was ist denn? Wilder Bandit, hohe Stärke für schwere Streitaxt und ein Dieb, schuldgeplagter Dieb, hohe kritische Treffer, hat Generalschlüssel. Ah, okay, das ist natürlich praktisch. Jäger. Bogenführender Jäger, im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Zauberei will ich sowieso ein bisschen einschränken. Finnheimer Zauberer, Drachenschule, wirkt Seelenzauber. Vom großen Sumpf, der Pyromant, wirkt Feuerzauber, führt eine Handaxt. Kleriker, auf Pilgerfahrt, führt eine Keule und wirkt Heilwunder. Der Bettler, mysteriöser Nackter, nur mit Keule und Holzschild. Das ist sogar mehr als in Dark Souls 2 vorhanden ist. Im Endeffekt, soweit ich weiß, ist es so in der Art und Weise egal, was du nimmst. Du kannst sowieso alles verändern. Aber ich finde, dass der Bettler mir zu ausgewogen ist. Ich habe ein bisschen mitbekommen von diesem Spiel. Aber ich kann das jetzt nicht mit Gewissheit alles sagen. Und daher ist das alleine für mich jetzt schon die große Schwierigkeit, was nehmen wir? Ich möchte am liebsten Schwert und Schild nehmen. Ein bisschen Bogen ist auch, aber nur auf Distanz. Und auf Distanz muss halt nicht so viel Schaden machen, das ist nicht so schlimm. Es muss halt, Nahkampf muss es ordentlich reinhauen. Daher möchte ich gerne, dass Stärke hoch ist. Ich weiß halt, Stufe 4, aha, okay. Stufe 5, Stufe 3, Stufe 5, Stufe 4. Vitalität, Zauberei. Ein bisschen kenne ich das von anderen Rollenspielen her, daher kann ich damit schon ein bisschen was anfangen. Zauberei und Intelligenz ist halt, für Zauberei halt und andere Dinge oder halt zum Schlösserknacken bei einigen. Ich weiß nicht, wofür Intelligenz hier zählt, aber meistens immer für die Zauberei mit dabei. Vitalität würde ich jetzt sagen, das ist das Leben. Oh, hat man auch null Menschlichkeit. Vitalität ist das Mädchen Leben. Kondition ist halt deine Ausdauer. Stärke ist klar, deine Manneskraft. Beweglichkeit ist halt wie viel du von deiner Kondition verlierst halt, ne? Also wie viel du halt eine einsetzt, wie viel du verlierst. Resistenz ist wahrscheinlich dann gegen Giftschadenresistenz oder gegen
gegen bestimmte Zauberresistenz und der Wille, könnte ich jetzt nichts mit anfangen. Dementsprechend bin ich jetzt kein Stück weiter, was den Charakterwahl angeht. Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke und Beweglichkeit, hohe Vitalität, solide Rüstung. Vagabund, zielloser Wanderer, führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit. Was haben wir denn? Beweglichkeit 14, ja. Stellt der Krieger aber nichts nach, fast. Alter Schwede. Ja, 50, Dieb, 15 Beweglichkeit. Obwohl, Beweglichkeit wird sich wahrscheinlich relativ, weil ich wahrscheinlich, dumm wie ich bin, auf übelste Rüstung gehe, womit ich ordentlich an Vitalität verliere. Also ordentlich an Beweglichkeit verliere. Das machen wir mal gleich, pass mal auf. Wir machen jetzt mal hier... Hier dieses breite Fittelchen an. Alter Schwede. Die sehen alle so... Das ist voll das Babygesicht. Ferner Osten. Der sieht noch einigermaßen... Neben Ferner Osten. Obwohl, Boron kommt ja aus dem Norden. Wenn er weiß, wer Boron ist, kann es auch mal in die Kommentare schauen. Der kommt eigentlich aus dem Norden. Ach du Scheiße. Nee, das nehme ich nicht. Mittellang sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wo wir wahrscheinlich überhaupt nicht viel sehen werden davon. Das sieht mir so Tarzan-mäßig aus und das sieht mir so Beachboy-mäßig aus. Japan-Style zurückgekämmt. Das sieht mir aus wie Tekken-Style. Kurz. Die sieht auch nicht schlecht aus. Geheimratsecken. Kahl rasiert, aber ich glaube, ich will mittellang nehmen. Schwarz. Rot. Die Iris ist dementsprechend auch. Ist ja bescheuert, dass ich das nicht einzeln machen kann. Ich hätte schön gerne rote Augen, aber rote Haare sind scheiße. Nehmen wir schwarz. Ja, klasse. Ich versuche mich so ein bisschen noch hervorzudrücken. Göttlicher Segen. Schwere Feuerbombe, glaube ich jetzt mal. Menschlicher Rest. Fernglas, Amulett, Generalschlüssel, Wesenring, alter Hexenring, Geschenk einer alten Hexe, uralter Ring, verstärkt Pyromantie. Pyromantie ist wahrscheinlich Zauber hier, Feuer, brauchen wir nicht. Stammesring, gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. Öffnet alle normalen Schlösser für Diebe, eine Grundausrüstung. Amulett ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsamen Reisen, verstehe ich nicht ganz. Fernglas rückt entferntes näher. Naja, nicht unbedingt nützlich. Winziger ist an Menschlichkeit. An Leichen zu finden. Okay, das kann man an Leichen finden, dann brauche ich das nicht. Explodiert beim Aufprall. Tödlicher als Standardbomben. Göttlicher Segen. Elixier des weißen Pfades. Halt jegliche Verletzungen. Ich bin fast geneigt, den Generalschlüssel zu nehmen. Normal, dünn. Gespenstisch, kräftig, dick. Das sieht aus wie seine Brüste. Kräftig, kräftige Beine, kopflastig, kleinköpfig. Mir gefällt hier dieser kräftige Rumpf eigentlich ganz gut. Gespenstisch, obwohl das ja eigentlich eher so... Also dieser flinke Drecksack. So, wir haben immer noch kein... Es fällt mir gerade richtig schwer. Ich bin jetzt seit 15 Minuten. Ich bin immer noch bei der Charakterauswahl. Also, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Bettler, nee. Ist zwar richtig geil, du bist halt als nichts, als niemand. Aber mich stört es, dass halt diese ganzen Stufen gleich sind. Das stört mich. Irgendwie stört mich das. Kleriker. Zauberer. Brauche ich nicht.
Zauberer brauche ich nicht. Ein Zauberer. Zauberer brauche ich nicht. Jäger. Aber nicht in Zauberei. Gut, das ist ja nicht das Problem. An sich ist Jäger gut. Bogenführender Jäger im Nahkampf gut. Aber eigentlich eher Distanzkämpfer. Also, naja. Ein Bandit. Scheißarzt. Ein Dieb hätte schon den Generalschlüssel. Also im Endeffekt ist jetzt ab Bandit, Dieb, Vagabund, Ritter und Krieger interessant für mich. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Stats mal. Mhm, Zauberei. Warum denn Zauberei am wenigsten? Also der wenigste Zauberei ist jetzt Bandit und Krieger. Ist schon mal ganz gut. Intelligenz ist auch nicht wichtig. Da hat der Bandit 8. Der Krieger 9. Wille ist beide gleich. Ne, Wille hat er auch ein bisschen mehr. Finde ich auch schon mal gut. Resistenz, Krieger gleich. Bandit. Beweglichkeit nur 9. Der Typ ist bei 13 Beweglichkeit. Stärke 13. Der Bandit ist Stärke 14. Kondition 14. Kondition 12. Zauberei 8. Zauberei hat auch 8. Vitalität 12. 11. Also, soweit ich weiß, hat jeder gleich viele Stats freigeschaltet. Also gleich viele Punktzahl. Wenn ich die jetzt alle hochrechnen würde, wäre überall gleiche Punktzahl. Aber irgendwie sieht das aus, als hätte der Bandit überall mehr. Oder hat er dann an den richtigen Stellen weniger, weil Intelligenz ist jetzt nicht so wichtig für mich und Zauberei ist nicht so wichtig für mich. Tut mir leid, wenn ich das alles komplett falsch aussage. Ich bin fucking Noob. Ihr könnt es in die Kommentare schrotten, wenn ihr was Besseres habt. Wie gesagt, ich kann ja erstmal irgendwas ausnehmen, aussuchen, dann immer noch dafür dementsprechend ausbauen. Aber ich glaube, für den Anfang... Der Ritter, der sieht mir jetzt schon so klobig aus. So unbrauchbar. Der Krieger, ein Dieb. Schon mal ein Schildchen dabei, das ist schon mal ganz gut. Ein großes Schild dabei, ein schönes großes Schwert. Ein Krummsäbel. Da hat Intelligenz zu hoch und Zauberei zu hoch. Dieb fällt aus. Das sind mir die Punkte zu schade jetzt, ganz ehrlich. Auch hier, der Vagabund, der hat zu viel bei Intelligenz und Zauberei. Auch verschwendete Punkte halt. Auch hier Zauberei sehr hoch und... Also entweder Krieger oder Bandit. Aber ich mag keine Streitaxt. Ich bin kein Fan von Äxten. Also nehmen wir jetzt den Krieger. Stufe 4. Und der Bandit ist auch Stufe 4. Nein! Krieger, habe ich gesagt. Figur gespenstisch. Wir haben da unten ein bisschen Ausrüstung, haben wir jetzt. Den Generalschlüssel finde ich eigentlich ganz gut. Da können wir jetzt schon überall reingehen. Menschlichkeit haben wir 0. Wollen wir? Nehmen wir so. Boron, der männliche Krieger mit einem Generalschlüssel, mit einer gespenstischen Figur, der aus dem fernen Osten mit mittellangen schwarzen Haaren hervorkommt. Annehmen. Ja. Komm, machen wir jetzt. Wie gesagt, wir können ja noch ein bisschen alles ändern und so. Oh, weißer Bildschirm. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame.
Leto, the first of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Leto unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Der Ring, um sie zu knechten. Ranger Führungsspeckstein, Online-Objekt, Nachricht verfassen, ansehen, bewerten. Nachrichten werden in einer Welt übermittelt und dort bewertet. Du kannst Nachrichten blablabla. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Ratten. Ich liebe Ratten. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. Ach du Scheiße, was ist denn in der Ratte passiert? Nördliches Asyl der Untoten. So, hier sind wir also mitten im Spielgeschehen und ich muss sagen, mir gefällt diese Grafik auch für diese Zeiten jetzt echt gut. Ich weiß nicht, was so viele rummeckern. Sieht doch aus wie jedes Call of Duty. Und da ist auch keiner am Meckern. Muss ganz ehrlich sagen, zu dem Text eben gerade, der aufgezählt worden ist und aufgesagt worden ist, das ist so ein, für mich so ein pseudo-tiefgründiges Gelaber, was keinen wirklichen Zusammenhang innerhalb hat. Sondern einfach nur, komm, wir labern und dann ist gut. Kerkerzellen, Schlüssel. Okay, was auch immer das war.
Schlimmes Ausdauer, okay. Wir haben eine mega coole Waffe. Und wir kommen ja halt nicht raus. Kerkerzellenschlüssel benutzt. Warum muss er denn ausgerechnet die Leichter hinschmeißen? Wieso habe ich kein Schild? Rechter Stick, Kamera. Tatsache. Greift er uns an? Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Jetzt war jetzt den ersten Teil mal gesehen davon, aber ich habe nicht... Das ist so ein Weitangriff, okay. WM 2012! Er rennt nach vorne! Home Run! Nachricht lesen. Schwerer Angriff. Oh, ich bin so gut! Oh, Ausweichmanöver! Ich bin der Beste! Linker Stick LB halten. Ah, okay. Wieso höre ich da hinten rumtrampeln? Das gefällt mir jetzt schon gar nicht. Was liegt da? Hallo? Wollen wir Freunde sein? Ich bin ganz netter. Er genießt gerade sein Bad. Ah, okay. Lass dich nicht beim Baden stören. Ich will nur hier. Wo sind leichte Punkte, ne? Guten Tag, der Herr. Darf ich kurz ein bisschen Salzwasser reinschmeißen? Badewasser oder sowas? Badesalzwasser. Okay, cool. Ich weiß nicht wie, so, aber ich habe das Gefühl, ich muss hier hoch. Sherlock Holmes! Okay, so rausch ich runter. Mami? Ich war ein ganz lieber Junge. Ich finde das so ein bisschen blöd jetzt. Weißt du, da hätte man es richtig hardcore machen müssen, dass man halt nicht so um die Ecken gucken kann, weißt du? Aber ich glaube, dass sowieso die meisten Gegner ab hier schon sowieso angreifen würden. Also von daher bringt das nicht viel, dass du um die Ecken lesen, um die Ecken gucken kannst. Leuchtfeuer rasten. Regenerierung. Ha! Brauche ich gar nicht. Na gut, machen wir mal. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Wuppi, fucking du. Aber komisch an, ey. Alter. Ich will da nicht rein. Ich weiß nur, dass wenn wir gleich einen großen bösen Boss finden, wir ganz woanders hin müssen. Achtung, vor dir. Offenes Gebiet. Bewährt. Ich weiß nicht, was jetzt hier rauskommt. Ich habe Angst. Da muss ich hin. Ich wusste, dass er da kommt. Ich hab mich trotzdem erschrocken, du Scheißkerl. Blöder Wichser. Gott, ist das peinlich. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Ich freue mich. Ich habe auch ein Leuchtfeuer entzündet gerade. Nimm mal. Du bist witzig. Wie? Ich hab nur das. Hier ist nix. Hier ist nix. Schwarzer Lebewohlkristall. Nach Hause zurückkehren. Teleport zum Leuchtfeuer.
Verlust Seelenmenschlichkeit. Okay, bringt mir herzlich wenig. Ich habe nur ein Schwert. Ah, hier. Mhm. Status, Option. Ich bin ein braver Junge. Au! Fickt euch. Yeah, Dreckschild. Ich will ja nichts sagen, aber dir steckt da ein Pfeil in der Brust. Ja, was auch immer das war. Ah, so. Ah, jetzt ist es abhauen, ne? Langschwert. Der Schwein haut ab. Waffen umschalten. Gegenstand umschalten. Ach, oben haben wir gar nicht. Das sieht doch schon mal viel besser aus jetzt. Ha! Boah, einen Schlag brauchen wir nur. Weil wir der Beste sind. Okay. Ich darf nicht zu schnell laufen, sonst sehe ich vielleicht noch irgendwas. Hier ist nichts. Und das hier ist... Okay, das ist der schnelle Angriff. Durch den Nebel schreiten. Oh, wie cool er einfach durchschreitet, weißt du? Hm? Schritt zurück. Linker Stick, Rolle. Okay. Muss ich da runter? Da geht's hoch. Da geht's runter. Ah! Du Scheißteil! Fick dich ins Knie! Alter! 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 Weil wir einfach zu gut sind. Verschlossen. Deswegen habe ich auch den Generalschlüssel. Wie kann ich denn den Generalschlüssel? Kann ich den irgendwie auswählen? Gut, dann nicht. Hui! Sehr schön, sehr, sehr schön. Scheißteil! Oh, hi! Oh, you. You're now hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Yay! Estus Flecken. Oh, noch was? Oh, and this. Schlüssel Untoten Asylost.
Now I must be. Oh, scheiße. And thank you. Why? Ups! Das wollte ich nicht. Das war wirklich keine Absicht. Ich dachte, komm. Erleichter ihn das mal. Gegenstand benutzen. Oh, das war schlecht jetzt, ne? Das war jetzt relativ dumm. Das war sowas von für den Arsch. So, komm. Geh mal, Gummi jetzt hier. Super, wir haben ein Estus Flask verbraucht. Das ist natürlich... Da innen ist doch was. Okay, hier ist nix. Wie komme ich denn da hoch? Was Schönes. Wahrscheinlich mit diesem Generalschuss, dass ich einmal rumlaufen kann, wa? Nein, hab ich noch nicht. Also ich weiß, dass im zweiten Teil... Im zweiten Teil, Estus Flask. Ah, hier wird's auch wieder aufgefüllt. Okay, cool. Ich sagen. Ach so. Und nu? Ach, komm ich jetzt da oben vielleicht hin, ne? Da oben vielleicht durch. So, haben wir nochmal aufgeladen jetzt. Alter, bin ich schlecht, ey. Weg da jetzt. Y, rechte Waffe in beide Hände ausrüsten. Aha. Linker Stick, Tritt. RB, RT, Sprungangriff. Rasten belebt die Gegner wieder. Habe ich bemerkt. Alter! Nie vor deinem Meister nieder. Kurzbogen. Coolio. Hinter den Gegner R, B und hinten kritischen Treffer. Parieren. Achso, parieren und kontern. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert... Nicht, nicht. Höhlensoldatenrüstung. Pass auf, Ring. Ich hab da einen fucking Generalschlüssel. Durch den Nebel. Guck. Na? Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, nee, ist klar.
Stirb, du motherfucking Motherfucker! Ich hab schon ganz andere Klein gekriegt. Du Lutsche! Ja, jetzt hast du voll verschissen, Alter. Alter! Er ist gerade geflogen! Meine Fresse, bist du hässlich! Oh, das war knapp! Komm schon! Ja! Schlüssel des großen Pilgers. Menschlichkeit. Best, Alter. Beste. Mann, ist hier schon kaputt. So, alles schön kaputt, Mann. Ordentliche Summe schon mal zusammengekriegt hier für den Anfang. Oh, ein Triple kaputt macht Ding. Ist ja gar nichts hier. Ist ja null. So, pass mal auf, du. Wir haben doch hier. Irgendwas 16, irgendwas 17. Ich habe noch keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Das ist das Problem. Das gefällt mir schon besser. Schlag auf 28,9. Mhm. Hieb, Stoß, okay. Feuerabwehr 17, Blitzabwehr 10, hier haben wir 3, alter Schwede. Balance hat der 12. Robustheit wesentlich weniger. Na, vielen Dank auch. Nee, komm. Wir sind zu hässlich. Behalten wir mal das hier. So, hier müssten ja auch alle Gegner wieder gespawnt sein, wenn hier Gegner waren. Tutorial-Gegner. Bleib stehen, du Lappen. Knie nieder vor deinem Meister. Und jetzt lass uns Fußball spielen. Yay, Fußball. So. Hier oben. Der ist immer noch down. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie viel überhaupt ich jetzt schon wieder aufnehme. Die Abkürzung haben wir. Ich erinnere mich ja noch, dass wir hier versuchst du dich gerade eine sexy Pose zu platzieren oder was? Können wir jetzt hier durch? Nee. Bullshit. Aber ich weiß überhaupt nicht, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt ein Untoter. Soweit ich das jetzt weiß, wir sind untot. Und sollen jetzt die Glocken läuten. Damit wir wissen, was wir, warum wir überhaupt, was wir als Untote jetzt machen sollen, oder was? Es ist ja fast so, als wenn du zur Schule gehen würdest. Und von der Schule halt dann anfangen musst, arbeiten. Das ist genau das Gleiche.
hier haben wir alles erledigt, wa? Ja, hier haben wir alles erledigt. Können wir jetzt nichts weiter machen. Gab's denn eine Tür, wo wir noch nicht... Auf damit, du Arsch! Schreck mich doch nicht so! Nee, ich glaube, von hier kommen wir. Ja. Ich bin jetzt schon verwirrt, wo wir lang müssen. Das Spiel hat gerade erst angefangen. Ach. Nee, ich komme da nicht hoch. Muss ich den Schlüssel auswählen und dann benutzen oder benutze den automatisch oder... Ich habe keine Ahnung. Ja, versuchen es nochmal. Die meisten werden sich wahrscheinlich gerade voll in den Kopf schlagen und sagen, boah, ist der blöd. Digga, ist doch so offensichtlich. Ja, aber für euch, für mich nicht. Ist sowieso immer so eine Angelegenheit, wenn man selber spielt... Oder wenn man zuguckt, wenn er wie einer spielt. Weil sich alle auf irgendwas komplett... Komm mit, Bro. Nee, will er nicht. So, wir haben hier... Nördlichen Asyl der Untoten, öffnet Eisengitter im Untotenasyl, öffnet... Wir haben 5000 Schlüssel. Tja. So, wir sind jetzt hier bei Öffnen. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich kann es alle nicht benutzen. Das ist natürlich schon mal sehr praktisch. Ich würde sowieso sagen, das soll jetzt erstmal für diese Aufnahmesession, das wird jetzt heute als eine Stunde Folge, also knapp eine Stunde, ist jetzt knapp 15 Minuten, wird jetzt als komplette Folge diesmal hochgeladen. Wie gesagt, das nächste Mal wird es ein bisschen anders ausfallen können. Ich weiß es noch nicht so ganz. Bedanke mich fürs Zusehen. Tipps und alles Mögliche könnt ihr in die Kommentare schroten. Wie gesagt, wie ihr es auch gerne mit den Folgen haben wollt. Und, okay, das war jetzt gerade im Spiel. Bisschen erschrocken gerade. Wir werden nochmal zum Dingens gehen. Könnt ihr alles so sagen, schreiben, machen, wollen, wie ihr möchtet. Könnt ihr auch sagen, wie ihr das mit den Folgen gerne hättet. Besten Folgen rausgeschnitten, eine Stunde gezockt oder eine komplette Stunde lieber haben wollen. Könnt ihr entscheiden. Ist hier unten noch irgendwo eine Tür? Diese Tür sieht doch prädestiniert dafür aus, um aufzugehen. Leck mich am Arsch. Gut gemacht, gerade weiter aus. Okay, wir gehen nochmal gerade weiter aus.
Weiter geradeaus. Es sieht unsagbar geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir richtig. Die Atmosphäre ist echt schön bedrückend. Du hast Angst, dass sie überall... Du fühlst dich alleine, es ist dreckig, es ist super. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient. Was ist jetzt unsere Nodrin? Okay, ja. Was ist unser Anreiz, das jetzt zu machen? Vor allem können wir auch irgendwann wieder da zurück, weil ich habe da noch so einen riesen Boom, Boom gehört. Den möchte ich auch noch töten. Aber schön, guckt euch das mal an, ey. Oh, herrlich. Oh, ich bekomme eine Gänsehaut gerade, echt übelst. Ah, ein Bonfire. Und dann... Ankunft in Lordran. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ich will jetzt mal auf die Schnelle vermuten, dass ganz viele dieser Leute, die jetzt hier rumwatschen, die ganzen Untoten und sowas, Leute sind, die fehlgeschlagen sind bei ihrer Suche. Menschlichkeit mal drei. Die einfach nur fehlgeschlagen sind bei ihrer Suche nach Erlösung oder nach dem Sinn. Oh, ich gehe schon wieder viel zu viel überall lang. Jetzt ist... Die Lust hat mich jetzt wirklich gepackt, ey. Aber es gibt einen Ort, den ich gerne aufsuchen würde, weil da nämlich eine Waffe liegt. Und die Musik ist so schön und... Ach, guckt euch das mal an, ey. Sieht komplett anders aus als gerade, ey. Vor allem, was macht er dann überhaupt hier? Ist er auch so ein reisender Untoter? Entfachen... Einfach als Hülle möglich. Aufsteigen. Wir haben 2000... Ich habe jetzt noch keine Waffe oder sonst irgendwas, auf die ich bauen möchte oder auf Rüstung, die ich bauen möchte. Daher finde ich das jetzt erstmal unnötig. Vor allem kann ich dann nicht auf... Ah, so einfach. Ah, Ausdauer, Ausrüstung. Zum Führen mächtiger Waffen stärkt Waffenangriffe. Attribute beim Führen fortgeschrittener Waffen stärkt Waffenangriffe. Ach so, cool. Steigert Abwehr und Giftresistenz. Attribut zum Wirken von Zaubern. Stärkt Zauber, magische Waffen.
von Wunden, stärkt Wunden und göttliche Waffen. Ach, stärkt Wunder und göttliche Waffen. Das heißt, im Endeffekt würde ich erstmal auf diese durchschnittlichen Attribute gehen. Was war das? Kondition? Ausdauer, Ausrüstungsbelastung und Blutungsresistenz. Und Beweglichkeit zum Führen fortgeschrittener Waffen. Ich hab keine Ahnung, wie ich schon fortgeschrittene Waffen habe. Daher würde ich jetzt erstmal bei Stärke investieren. Zwei Stück. Und Vitalität, dass die höhere TP festlegt. Ha. Dann würde ich hier von eins weggehen und Kondition nochmal eins reingehen.